han pasado casi 34 años sin poder verlos. Estuve acá en el 2014, creo que fue 16, con el Valencia cuando jugó contra el Rapid, pero no los vi, no tuve la oportunidad de verlos. Hoy vengo, pero para festejar los 125 años del Viena, para otra vez recordar momentos lindos y no tan lindos con los compañeros, y bueno, y desearle al Viena lo mejor. Die Naturarena, die Familie im Sport, das ist ein Teil, das wir uns auf die Fahnen schreiben. Und vor allem eines, hier steht die Walhalla des österreichischen Fußballs. Ich hoffe, dass sie heuer aufsteigen, dass sie wieder dann mit dem Sportclub dieses Derby of Love veranstalten können. Und ob es dann noch weitergeht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das wäre schon einmal ein schöner Anfang. Ich finde die Gala sehr nett, sehr einladend. Ein würdiger Anlass, ein würdiger Empfang für diesen Anlass. 125 Jahre, der älteste Fußballverein in Österreich. Es ist noch viel Potenzial nach oben offen und wir hoffen, dass sich die Entwicklung, so wie es in den letzten zwei Jahren vorangegangen ist, dass es sich so positiv weiterentwickelt. Früher, als ich noch Teamchef war, war immer der Erich Obermeier mein Aszendent. Es ist einfach eine hervorragende Veranstaltung. Es ist einfach für so einen Traditionsclub, was die Vienna ist, es ist einfach ein schönes Zeichen, was man einfach der Öffentlichkeit weitergibt. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir haben ganz klare Ziele. Wir wollen aufsteigen in die Regionalliga und das gilt es zu schaffen.